Ja, auf Sie habe ich gewartet, weil ich Ihnen doch dringend erzählen wollte, was Sie schon wieder alles verdrängt haben aus der letzten Zeit. Also, herzlich willkommen zu einem Matthias Richling Show Special. Oder wissen Sie noch, dass zum Beispiel diese GroKo bisher so effektiv gearbeitet hat wie kaum eine Regierung vorher, sagt die Bertelsmann Stiftung. Ich ganz bestimmt nicht. Und was ist? Ja, trotzdem wird von allen und von Friedrich Merz rumgenörgelt an AKK und an Merkel. Und ach, die SPD zerfleischt sich selber. Ja, wahrscheinlich, weil sie spüren, wenn alles erreicht ist, wofür sie gewählt wurden, ja, wie sollen sie den Wählern noch verklickern, wofür sie noch gebraucht werden? Sie haben zu viel erreicht, um noch wichtig zu sein. Wenn Ihr Badezimmer frisch renoviert ist, da holen Sie den Fliesenleger auch erst wieder, wenn die Waschbeckenschüssel einen Sprung hat. Um noch wählbar zu sein, meint die SPD, sie müsse zeigen, was sie an Sprüngen noch alles in der Schüssel hat. Nur wer Kaputtes hinterlässt, kann sogar aufsteigen. Ja, das haben wir gesehen an Frau von der Leyen zum Beispiel. Was hat die uns also an Kaputtem und an Mängeln hinterlassen an der Bundeskanzlerin, an der Bundeswehr, bevor sie dann geflüchtet ins EU-Kommissionspräsidium. Und das ist geschickt. Ich habe mit ihr sprechen können, da war sie noch Verteidigungsministerin, und habe sie fragen können, ob diese ganzen Skandale um Beraterverträge und Gorch Frock ihre Qualifikation gewesen waren für das Amt in Europa und ob man nicht dankbar sein musste, dass sie noch mehr Skandale nicht an der Backe hatte. Sonst wäre sie noch prädestiniert gewesen für das US-Präsidentenamt. Ne? Das hat sie gesagt. Frau von der Leyen, schönen guten Abend. Wie wollen Sie aus dem Schlamassel rauskommen, Frau von der Leyen? Schlechte Ausrüstung, Skandale um Beraterverträge, Anmietung, die verteuert war. Ja, Gold, das stimmt. Guten Abend. Guten Abend. Ich wollte fragen, wie geht es weiter mit den Skandalen bei der Bundeswehr, wollte ich von Ihnen auf wissen. Auf der Skala der Zufriedenheit der Bundesbürger mit der Arbeit der Bundesverteidigungsministerin, ja, die ich bin, lag erst neulich die Bewertung im mittleren Mittel des untersten Segments der letzten beiden Auswahlmöglichkeiten. Das heißt, die Zustimmung zu mir als Bundeswehr ist einfach nicht mehr messbar, und das ist großartig. Ja, es fehlen aber Milliarden bei der... Ich bin sehr froh, dass Sie das ansprechen. Die Arbeit meiner Soldaten ist tatsächlich außerordentlich und der Einsatz eines jeden Einzelnen exorbitant. Na, aber zu teuer angemietete Flugzeuge, Beraterverträge und dann Vetternwirtschaft. Ja, und dann haben wir da sind wir auch sehr stolz darauf, dass 75% der Truppe eine mittlere Reife und höhere Abschlüsse haben als 25% der Truppe. Beantworten Sie mal eine Frage mit der richtigen Antwort, bitte sehr. Das tue ich. Ach so? Meine Antworten sind vorgegeben, Sie stellen nicht die richtigen Fragen. Dankeschön, ja. Na, wie wäre denn dann Ihre Antwort, wenn ich frage, was ist mit der Gorch Frock, auf der Sie gerade rumstehen? Die Sanierung sollte 9,6 Millionen kosten, jetzt kostet sie 135 Millionen. 135 das Millionen? Das ist ausgesprochen günstig. Das sind nur 125 Millionen mehr. Ja. Wenn wir Vergleichswerte nehmen, wie zum Beispiel den Bahnhof Stuttgart 21, der statt 2,5 Milliarden jetzt 9,6 Milliarden kosten soll, das sind über 7 Milliarden mehr Kosten. Ich denke, da können wir unsere mickrigen 125 Millionen wirklich vernachlässigen. Aha. Ich danke Ihnen. Ja, da bin ich wieder, euer Flori Silbereisen, Kapitän auf der Gorch Frock. Aber leider, leider alles kaputt und nur Missmanagement. Wer, muss man sich fragen, hat eigentlich dieses Riesentraumschiff hier hinein gewerft? Kleiner Witz von mir, ja, aber im Ernst, ja, wenn man sich das anschaut, da ist was kaputt, da liegt was herum, da zerbröselt's, da leckt's, da kracht's, dann erinnert uns das an was? Und zwar, das muss ich nachschauen, das haben schlaue Leute mir aufgeschrieben. Jetzt habe ich es! Die kaputte Gorch Frock erinnert uns an
Deutschland, so hat man es mir aufgeschrieben, an die Flüchtlingskrise, an die Schulden, an den Feinstaub, an den Diesel, wo alles kracht und zischt und kaputt ist. Und diese Gorfok ist ein Riesensymbol für unseren Staat, für Deutschland, wo nichts mehr läuft. Und jetzt kapiere ich auch, warum man mich, den Flori Silbereisen, auserkoren hat. Für diese Gorfok, wenn jemand aus dem letzten Scheiß was macht, dann bin es ich. Bleiben Sie mir treu oder werden Sie gesund. Hey, ich, euer Flori. Wenn die Unterhaltungsbranche schon vermischt wird mit der Politik, dann kann sie auch Einzug halten in die Matthias-Richtling-Show. Und deswegen begrüße ich in der Matthias-Richtling-Show Florian Silbereisen persönlich. Hier ist er, Flori. Sie sagte doch, sie liebt mich. Guten Abend, Flori. Hey! Ja, ja Matthias, ich freue mich, hier zu sein. Ja. Lieber Matthias, ich sage gleich du zu mir, weil wir kennen uns ja nicht, da fällt mir das leichter. Und du hast schon viel von mir gehört, ich habe viel von mir gehört, das erzähle ich dir. Hey, Flori, und du hast Helene gleich dabei. Meine Helene als Pappkamerad, damit ich mich erinnere, dass sie das immer für mich war, ein Pappkamerad. Ja. Und du wirst jetzt wirklich Kapitän auf der Gorch-Fock, habe ich gehört. Stell dir vor, auf diesem Traumschiff schiffe ich in alle Teile der Welt, in alle Ozeane, in jedes Wohnzimmer, um den Menschen Politik, weil Gorch-Fock, das ist ja Politik pur, auf unterhaltsame Weise nahezubringen, weil doch diese Gorch-Fock furchtbar gelitten hat unter dieser von der Leyen. Und Frau von der Leyens Nachfolgerin versucht sich ja jetzt übrigens direkt in der Unterhaltungspolitik. Willkommen zum Finale von Politik sucht das Talent. Und haben wir heute... Ach, du bist doch die... Wer bist du noch mal? Wer bist du? Ich bin die Annegret. Ja, die Annegret, die uns im Halse stecken bleibt. Was bist du denn heute? Verteidigungsminister. Und ich will heute beweisen, ich bin darin die Beste. Ja, du hast auch was von dem Huhn, das immer gackert. Ich habe ein Ei gelegt. Aber das Ei ist irgendwie Hühnerkacke, ne? Ich will einfach ein gutes Grußwort aussenden für meine Amtszeit. Und ich will den Soldaten hinführen zum Bürger, weil der Bürger ist in der Bredouille, weil er nicht weiß, Feinstaub oder Umwelt. Und ich will aber sagen, wir brauchen beides. Was hat das denn zu tun mit Verteidigungsminister? Ich verteidige nicht nur den Soldaten, sondern auch den Bürger. Und für den stelle ich die Frage, wie viel Umwelt vertragen neue Antriebstechnologien? Wie viel saubere Luft muss der Einzelne aushalten, wenn er künftig nur noch Dreirad fahren darf, statt mit Diesel und Kohle schnell vorwärts zu kommen? Bist du fertig? Umwelt ist auch wichtig für den Soldaten. Und deswegen sage ich, freie Fahrt und freie Bahn auf der Bahn für meine Soldaten. Und nicht nur Diesel 5, sondern auch Panzer raus aus der Innenstadt. Ja, du, also... Du bist ja eine mittlere Gewinnstufe, aber auf einer Kaffeefahrt. Nach dir kommt ja nur der Schnellkochtopf, Mensch. Das ist ja Körperverletzung. Mach, dass du die Öffnung findest, du Flitzpiepe. Raus, dreimal nein. Mensch, Mensch, Mensch. Politik wird also zur Unterhaltung, Flori. Ja, stell dir vor, und liebe Zuschauer, die ihr mir die Treue gehalten habt auf der Couch, so kommt denen endlich wieder Quote ins Haus, den Politikern. Ja, ja, nur der AKK kommt ja eine Kritik nach der anderen hinterhergelaufen. Ja, weißt du, natürlich, weil man diese AKK auch falsch beurteilt. Ach so? Sie ist ja weniger Politikerin als vielmehr eine große Komikerin. Ah, aber du, da kenne ich auch einen, wenn der nur als Lachnummer gesehen würde, hätte er nur noch Erfolg. Hey, ich weiß, wen du meinst. Der ist große Comedy. Das ist hervorragende Volksmusik. Einmal. Ja, was soll ich meine? Ja. Der Scheuer hat, der Scheuer soll, der Scheuer muss. Ich kann schon nicht mehr hören. Ja. Ich hätte als zuständiger Minister für die PKW-Maut laut Haushalt 2 Milliarden ausgeben dürfen. Und das einzige Angebot von einer Firma zur Realisierung waren halt 3 Milliarden. Ja, und 1 Milliarde mehr. Und da gibt es jetzt einen Untersuchungsausschuss. Soll das ein Witz sein? Ich hätte die 3 Milliarden im Angebot auf 2 Milliarden heruntergebogen. Ach, also. Ja, natürlich. Sonst wäre es ja nicht durchgegangen. Das ist aber absolut üblich in der Branche. Stuttgart 21, da hat die Bahn extra im Angebot
die Signalanlagen für die Tunnels rausgelassen, damit es billiger wird und durchgeht. Ja, aber das wusste jeder. Ohne Signale keine Züge. Man brauchte nur ein günstigeres Angebot, damit es durchgeht. Sonst würde Stuttgart 21 bis heute noch nicht gebaut. Ja, der Scheuer, liebe Zuschauer, die ihr mir Jahre die Treue gehalten habt auf der Couch. Ich bin auch noch da. Ach so, ja, Matthias, ja, der Scheuer einmalig. Was ist schon eine Milliarde? No. Da gleich Betrugsschein, Korruption. Ja. Ich sage dir, ich gebe dir ein Beispiel. Das ist dieselbe Wehleidigkeit, wie wenn einer beim Tanken schreit, huhu, der Tankwart hat mir auf die 40 Euro den einen Cent nicht herausgegeben. Es hat nur gemacht 39,99. Ich bitte dich, hey. Ah. Was, hey, Flo, die Denke hast du doch von Uli Hoeneß. Also komm. Ja, also ich kann es nur noch mal sagen. Ich trete zurück vom FC Bayern mit hoch erhobenem Haupte. Manchmal habe ich das Gefühl, ich habe überhaupt nur Himmel über mir. Weil also man muss in meiner Position schon aufpassen, dass man nicht dauernd stolpert über die vielen, die unter einem stehen. Und die Würstle sind, die ich eben in der Wurstfabrik meiner Kinder nicht produzieren lasse, aber mental verspeise bei jedem Stadionbesuch, wie zum Beispiel die Staatsanwälte und Oberlandesgerichtsoberen von Frankfurt, diese Würstle. Da stehe ich gerade wieder da mit einer hervorragenden Bilanz und will triumphal abgehen vom FC Bayern. Da kommen die wieder daher und mäkeln wegen 6,7 Millionen und Steuerhinterziehung und Korruption und der Niersbach und 20er und gekaufte WM. Ja, geschenkt war es nicht. Wenn wir was bezahlt haben, dann doch nur, um die WM zu retten aus den Klauen der Afrikaner und Araber, die den Fußball kidnappen, wie zum Beispiel in Katar. Und das hätte ich mal sehen wollen, wenn wir die 6,7 Millionen nicht bezahlt hätten. Und die WM wäre gegangen nach Afrika. Und es wird jetzt bekannt, dass wir das vermasselt haben, weil wir lumpige 6,7 Millionen nicht bezahlt hätten. Da würde dir sowas von über uns herfallen. Das ist doch alles verlogen zum Donnerwetter nochmal. Ach was, Frage. Hör doch endlich mal auf mit deinen blöden Fragen. Das Oberlandesgericht muss sich fragen lassen. Da werden Milliarden verplempert bei der Bahn und bei der Bundeswehr. Ja, wir verplempern es beim Fußball. So, und wer steht jetzt besser da? Der Fußball oder der Staat? Privatisiert doch endlich den Betrug, weil ihr es nicht könnt. Hört doch endlich auf, die Leute zu bescheißen mit Steuerverschwendung. Lasst die Leute selber machen mit Steuerhinterziehung, dann läuft der Laden. Ja, hey Matthias, ja, was hey, hab ich dir gesagt? Ja, es war ganz schön drastisch. Ja, also. Aber du musst doch mal dem Auge ins Leben schauen. Wo fängt Betrug an? Wo hört Korruption auf? Wie jetzt? Wie? Ja, ich gebe dir ein Beispiel. Ja. Schau, ich lege doch meiner Cousine Marianne und Michael an Weihnachten nur deswegen 10 Haarspangen auf den Gabentisch, weil ich hoffe, ich bekomme für einen Seidenpulli geschenkt. Wenn nicht, dann kriegt sie das nächste Mal nur einen Waschlappen, so lange, bis das Gegengeschenk mehr wert ist. Aber was hat denn das jetzt zu tun mit Betrug im Staatswesen? Sag mir das mal. Ach so. Aha, ja. Ach so. Ja, ja, so. Ja, das ist mir jetzt zu viel Politik. Ach, ja, dann Florian, vielen Dank für deinen Besuch, Florian. Und ja, liebe Zuschauer, die mir Jahre die Treue gehalten auf der Karte. Ja, danke schön. Und ich begrüße als nächste Gästin die noch Bundeskanzlerin Angela Merkel. Mein Herz in Flammen will ich fliehen. Frau Merkel, wie sehen Sie denn aus? Blaue Haare und noch Rammstein hören? Na ja, also gut. Bitte, nehmen Sie Platz. Ja. Guten Abend, Frau Merkel, bitte schön. Was? Das trägt man jetzt so. Ach so. Der Jugendwahn sollte kein Ende nehmen. Ach so. Ach so, Sie wollen sich an den Influencer anpassen, der im... Influencer bin ich. Nein, ich meine Riso, den Influencer, der dieses Video über die CDU so, doch... Ja, natürlich. Aber das müssen Sie richtig aussprechen. Ach so. Das heißt Influenza, das heißt Grippe. Oh.
Herr Rezzo ist ein hochansteckender Virus, der schon Millionen infiziert hat und der zu Bösartigkeiten, zu Schwachsinn und zu zu Halluzinationen führt. So rum. Na, aber er beruft sich auf die Meinungsfreiheit immerhin, hat er gesagt. Rezzo, auf die Meinungsfreiheit. Die Meinungsfreiheit. Es gibt auch den Straftatbestand der Belästigung und der Besudelung und der Beschimpfung. Nicht? Ob Sie das Holocaust-Mahnmal in Berlin besudeln oder das Mahnmal CDU, wirklich egal. Na, was sagen Sie denn dazu, dass Rezzo die Zerstörung der CDU gefordert hat in seinem Video? Was? Ja. Das habe ich doch schon längst gemacht. Ach so. Von Kohls CDU ist ja nichts mehr übrig. Also. Gut, nun sagt ja Rezzo auch, durch die CDU zahlen seit 20 Jahren die Reichen weniger Steuern. Ach, auch gesagt. Das ist ja unglaublich. Also, wenn ich Sie mal erinnern darf, vor genau 20 Jahren hat ein Bundeskanzler Gerhard Dingsbums, Schröder. Von der SPD den Spitzensteuersatz für Reiche gesenkt um 15%. Ah, ja, nicht, ja. Herr Rezzo? Information ist eben alles, kann ich ja sagen. Ja, LOL. Ja. Aber was heißt das eigentlich? Ja, aber finden Sie nicht, dass die weniger Privilegierten seit 20 Jahren weniger haben wie vor 20 Jahren? Finden Sie das nicht? Wer heute weniger hat wie vor 20 Jahren, wäre in Äthiopien gehobener Mittelstand. Gut, nun klagt Rezzo auch die Klimapolitik an. Haben Sie da genug getan, bei der Klimapolitik zum Beispiel? Ach, das Klima. Ich kann schon mal hören, das Klima. Das Klima hat doch nichts damit zu tun, was der Mensch tut, sondern was er ist. Er ist Mensch, nicht? Und jeder Mensch hat eine Körperwärme wie eine 75 Watt Glühbirne, so. Bei 7,6 Milliarden Menschen, da haben sie ihre Erderwärmung. Es gibt einfach zu viele Menschen auf der Welt. Bei Herrn Rezzo will ich schon mal anfangen. LOL, kann ich nur sagen. Was heißt das denn jetzt? Ist ja egal, aber Politik ist heute nicht mehr so von oben herab, Frau Merkel. Ja, dann sagen Sie mal Herrn Rezzo. Aber revolutionäre Erscheinungen der Jugend, das kommt alle paar Jahrzehnte vor. Nicht nur bei der Generation APO 1968, da war sie wenigstens noch gepaart mit Sex und Rock. Bei der Generation Rezzo ist die Frage ja nur noch, wie vegan ist mein Kaugummi und wie kompostierbar meine Damenbinde. Na, vielen Dank. Herr Rezzo holt nur das Blaue von seinen Haaren herunter und es ist nur gefärbte Gegenwart, so rum. Na gut, haben Sie mal gehört, was Herr Merz zu Ihnen sagt? Haben Sie das mal mitgekriegt? Der wer? Merz. Den kenne ich überhaupt gar nicht. Ach so. Dann. Ach, Herr Merz, ja wunderbar. Herr Merz. Von mir aus. Ist ja, ja, guten ja, Abend. Moment. Sie haben doch gewettert gegen die Sie haben doch gegen Ihre Partei gewettert, Herr Merz. Was ist denn meine Partei? Moment. Naja, Sie haben doch gegen die CDU immer wieder gewettert. Also die CDU, die sich im Moment so darstellt, ist bestimmt nicht meine Partei. Moment. Ja, sondern? Ich. Aha. So. Die CDU, die ich meine, bin ich. Aha. Was im Moment als Regierungspartei sich durchwurschtelt, ist also nichts anderes wie ein Anbiederungsverein an etwas, was sich SPD nennt, die mit 20% wesentlich weniger Wähler hat als das, was man gerade noch als CDU durchgehen lassen kann. Das ist eine Arschkriecherei der Bundeskanzlerin, die frei ist von jeglichem Ekelempfinden, da die SPD sich seit Monaten aus Angst vor dem Wähler in die Hose macht mit eben diesem Arsch. Die Bertelsmann-Stiftung bescheinigt, weil der GroKo hervorragende Arbeit hat. Doch die und wer ein vorbildliches Abi-Zeugnis hat, kann trotzdem ein miserabler Autofahrer sein. Diese Regierung fährt miserabel. Müssten Sie die gewählt sind, nicht besser unterstützen? Also, was sagen Sie denn zum schlechten Erscheinungsbild von Frau AKK? Da unterstütze ich Frau AKK nachhaltig. Als Ihre neue Bundeskanzlerin, Parteivorsitzende der BRD, habe ich, was bei all meinen Vorgängern gang und gäbe war, ein Erstzugriffsrecht auf Neujahrsansprachen. Und so wünsche ich Ihnen für das neue Jahr viel Kraft für alte Vorsätze, für überkommene Ansichten und für wenig moderne Herangehensweisen an gesellschaftliche Veränderungen. Ja, ich weiß, Migration, Homo-Ehe, Pflichtjahr, das sind für viele alte Kamellen aus meinem Programm. Aber ich sage Ihnen, das Alte ist mein Neues. Und so denke ich zum Beispiel an den Amtsgerichtspräsidenten von Saarbrücken, der im Jahr 2016 alle Kreuze aus Sitzungssälen verbannen ließ. Aber ich sage Ihnen, die Unabhängigkeit der Justiz kann nicht die Abhängigkeit von uns als christliche Abendslandsvertreter gefährden. Und ich bleibe auch dabei,
weiter für ein Werbeverbot von Abtreibungen. Deswegen habe ich mich ja auch eingesetzt, zum Beispiel für den Mindestlohn. Das heißt, die soziale Notlage für Abtreibungen als Grund fällt schon mal weg. Wer Mindestlohn bekommt, der kann auch Kinder kriegen. Es sei denn, es ist durch Erbanlagen zu befürchten, dass diese zu gebärenden Kinder dann die christlichen Leitwerte in Frage stellen, indem sie sich zum Beispiel paaren außerhalb der kirchlich glaubensmäßig geprägten Norm. Und auch da bleibe ich dabei. Wir haben ein klares Bild von Ehe als Gemeinschaft von Mann und Frau. Wenn wir das öffnen, dann kommen auch gleich Geschwister mit Anspruch auf Inzucht. Dann kommen auch gleich Swingerclubs mit Anspruch auf Massenhochzeit, mit Rudelbumsen. Und das sage ich Ihnen, wenn wir uns dem Islam weiter öffnen wollen, müssen wir auch auf ihn zugehen. Homo-Ehe, Abtreibung und modernes Frauenbild. So kommen wir nie mit dem Islam zusammen. Dann können wir nie sagen, der Islam gehört zu Deutschland. Naja, es geht doch. Nee. Naja, Frau Merkel, Sie haben ja Frau AKK installiert. Wie echt ist Frau AKK eigentlich, sagen Was? Sie mal? Na, sie ist von mir keine Raubkopie. Ah, ja. Nee, na, natürlich, sie ist ja schon optisch viel schlanker, Frau AKK. Ja. Wie bitte? Nee, ich meine also mental optisch so. Wie bitte? Was geistig sichtbar ist, meinte ich, Frau AKK. Wie bitte? Von den Ideen her. Wie bitte? Ja, von den Ach so, ja, natürlich. Ach so. Das ist ja ihre Stärke. Nicht? Ach so. Zurück zu den Ursprüngen. Homo-Ehe zum Beispiel. Hm. Wozu? Nicht? Feinstaubvermeidung wirklich ohne Feuerwerk? Also, was soll das eigentlich immer? Ja, aber nun sind bei Frau AKK ja alte Vorstellungen dabei, die auch schon eine Nähe zur AfD vorprogrammieren, möchte man sagen. Oder? Wo denn? Also, Homo-Ehe und Feinstaub? Pff. Hätte man ja noch mal sagen dürfen. Wie viel saubere Luft muss der Mensch hinnehmen, wenn er weiß, dass er damit nur noch mit Dreirad fahren kann, statt mit Diesel und Kohle schnell vorwärts zu kommen? Da wird man ja noch sagen dürfen. Nein, ich meinte ja auch viel drastischere Themen, wissen Sie. Noch drastischer? Na ja, gut, okay. Ja, gut. Die Ehe zwischen Mann und Frau ist für uns eben obligatorisch, weil sie eine christliche Institution ist. Wer es auflösen möchte, nicht wahr? Ja, der muss sich fragen lassen, ob zwei verheiratete Männer wirklich nur die Evolution voranbringen, wenn sie fortpflanzerisch in eindeutiger Weise tätig sind, was schon rein biologisch in die Sackgasse führt. Also, ja, alles Argumente, sagen Sie mal. Also. Ja, das sind sie auch. Aber das bringt uns noch lange nicht in die Nähe zu dieser AfD, oder wie sie heißt. Also, ich bin sehr froh, dass wir uns heute hier treffen mit unseren Schweizer Freunden in dieser Villa, die unsere ganze Kraft brauchen für den rechten Zusammenschluss. Prost. Und ich verspreche, wenn wir die AfD regieren, gehen wir als erstes ans Grundgesetz, das ja nur ein Provisorium ist bis heute. Die ganzen Artikel, das fängt bei Artikel 1 schon an, die Würde des Menschen ist unantastbar. Provisorischer, welches Menschen, möchte ich wissen, des deutschen Menschen, weg damit. Ja? Damit würde sich auch gleich Artikel 16 erübrigen, politisch Verfolgte genießen Asyl. Ja, welche dürfen es denn bitte schön sein? Ja? Das ist hingeschmotzt einfach, provisorisch, so wie man die ganzen Nachkriegsbauten hingerotzt hat. Hässliche Häuser, weil es schnell gehen musste. Hässliche Artikel, weil man schnell eine Verfassung brauchte. Politisch Verfolgte Deutsche genießen Asyl, muss es heißen, so weg damit. Zum Beispiel die AfD. Dieser ganze Hass gegen uns, die Anfeindungen, die Gleichsetzung von AfD und Drittem Reich, das muss aufhören. Ich übersetze es gerade mal. AfD schießen, kommen, Ufer schießen, aber wir können dazu, Futzer klagt, und schießen, und rum, kommen, kommen, immer kommen, treiben, 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 ja, also, die Gefahr ist eben bei dieser AfD, oder wie die heißt, dass der Stammtisch angekommen ist im Bundestag. So, nicht?
Da braucht man nicht mehr in die nächste Kneipe für Polemik. Es können alle was sagen, was sie nicht denken. Alle können was sagen, die nichts denken. Genau. Ja, ja. Oder so rum. Ja. Am Ende wird uns Frau Weidel von dieser AfD, oder wie sie heißt, noch weismachen, dass KZs für Minderheiten auch gut gehen ohne Weltkrieg und ohne Einmarsch in andere Länder. Ja, das ist aber Mittelalter, das kann ich Ihnen sagen. Und dabei war das Mittelalter oft viel fortschrittlicher. Ja. Eine Erfolgsgeschichte des Mittelalters. Ein Mythos aus Vergangenheit und Gegenwart, der in seiner Kraft mehr als 10 Seiten ein und derselben Medaille war, Leonardo da Vinci, der sein Leben lang das Leben nutzte, um das Leben zu nutzen. Mit einem Werk, bei dessen Anblick immer noch viele in Fassungslosigkeit verfallen, jetzt in Hysterie. Leonardo wird geboren, lebt und stirbt. Und das vor 500 Jahren. War das damals schon möglich? Und die Frage stellt sich für uns, wie haben wir Leonardo weitergedacht? Leonardo hat 400 Jahre vor Darwin den Menschen mit dem Affen verglichen und Ähnlichkeiten entdeckt, lange bevor wir heute zum Beispiel mit dem Menschen die Vorsitzenden der Deutschen Bank abgleichen und Ähnlichkeiten suchen. Was also sagt uns Leonardo heute? Wenn er vor 500 Jahren das Fahrrad erfindet, wir aber erst jetzt ausreichend Fahrradwege dafür bauen. Was sagt es uns, wenn in einer MeToo-Debatte nackte Frauen von Raphael und Botticelli zum Beispiel im Louvre abgehängt werden sollen und Leonardo schon vor 500 Jahren pragmatisch nur den Mann nackt darstellte? Leonardo schaute hinter die Fassade. So war lange gerätselt, wer für sein berühmtestes Bild beispielsweise Modell stand, bis man jetzt herausfand, dass Mona Lisa in Wahrheit das Porträt eines Mannes ist. Wer hätte das gedacht von unserer Bundeskanzlerin? Nee, also, vielen Dank, was zu viel ist, ist zu viel. Ich bedanke mich bei mir für mein Verständnis, bei Ihnen vorstellig gewesen zu sein. Bitte schön, ja. Nee, ach Moment, nee, Frau Merkel, ich wollte mit Ihnen doch noch... Nee, bitte, kommen Sie doch bitte, Sie können doch nicht einfach... Ach so, danke schön, bitte nehmen Sie einen Platz. Und so, so, aber ich wollte mit Ihnen noch reden über die Abschaffung der schwarzen Null, Frau Merkel. Hallo? Dabei streiten CDU Schäuble und SPD Scholz ja darüber gar nicht. Aber die SPD drückt sich auch so diffus aus. Ja? Meint sie jetzt, die GroKo solle neue Schulden aufnehmen, wenn sie sagt, sie fordert ein Ende der schwarzen Null? Oder fordert sie mit dem Ende der schwarzen Null das Ende der CDU an sich? Das habe ich nicht verstanden. Ja, der Nächste bitte. Und Sie sind? Scholz, Olaf. Ja, was? Ich bin doch der Finanzminister. Ach so, komm, Bub, setz dich. Ja, also, da bin ich ja praktisch als Finanzminister Ihr direkter Vorgänger. Ja. Ja. Was haben Sie so für Pläne? Also, ich sag's Ihnen. Also, ich habe Ihnen ja ein Amt überlassen, was also außerordentlich wohlgeordnet gewesen ist. Nicht, dass Sie meinen, ich hätte es besser gemacht wie Sie, nein, aber... Es ist einfach so. Ja, und ja, dazu gehört natürlich, dass ich Ihnen ja im letzten Jahr zum Beispiel alleine Steuerüberschuss hinterlassen habe von 28 Milliarden. Ja, und da bin ich auch sehr dankbar. Und die schwarze Null ist weiter mein großes Ziel. Ja, Moment. Also bitte, die schwarze Null bin und bleibe immer noch ich. Ich denke halt immer, dass man... Oh, ganz bitte. Falsch. Also bitte, also, Herr Scholz war der Name. Ja, ja. Denken ist also in keiner Situation, die ich mir für das Finanzministerium vorstellen kann, angebracht. Zusammenhalten, das ist das Thema. Und da braucht man kein großes Denken dafür. Ich bitte Sie. Ja, ja, nun, es ist ja so, dass ich sagen möchte... Also, welche Partei sind Sie eigentlich? Bei der SPD. Gibt es die noch? Ja, ja, bitte, was weiß ich. Also Entschuldigung. Keine Ahnung. Ja, also neue Schulden will die SPD und höhere Spitzensteuer. Pff,
das kann auch sein, dass das nach hinten losgeht. Weil dann wäre er der blöd, wenn er mehr arbeitet, dass er so viel Steuerlast hat, dass er netto weniger hat, wie wenn er weniger arbeitet. Verstehen Sie? Ist egal. Es ist aber das alte sozialistische Prinzip. Man nimmt den Reichen alles, damit die weniger arbeiten, ihre Steuerlast senken und für andere mehr Arbeitsplätze schaffen. Raffiniert. Ja? Und für diese Ziele sind ja in den letzten Monaten ganze Horden von SPD-Parteivorsitzbewerbern auf Tour gegangen in 23 Regionalkonferenzen. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir, Ralf Stegner, Gesine Schwan und ich, wir bewerben uns um den Zustand der SPD, um den Vorsitz der SPD, weil es uns um deren Nachhaltigkeit geht, um deren Wertschöpfung. Was bekommen wir von der SPD raus, wo der Wähler so wenig hineinbringt? Politik muss gefragt werden. Da müssen wir klar machen, dass es Klima gibt und dass Waffenexporte unterbunden werden. Und dass da die SPD bereit ist, darauf zuzugehen. Genau, und das ist das philosophisch seiende Element in der sozial-ödemokratischen Handlungsmöglichkeit, die sich darin niederschlägt, dass Gerhard Schröder als Bundeskanzler 1998 die Waffenexporte damals verdoppelt hat. Das war gut, denn sonst gäbe es heute zu wenig Waffenexporte, um dagegen sein zu können. Ja, das kann sein. Gemäß der alten Regel, ich trete heute in die AfD ein, damit ich morgen austreten kann. Dann gibt es schon einen AfDler weniger. Deformation professionell. Das Problem ist auch, dass viel zu viele Lebensmittel weggeworfen werden und dass die Menschen anderswo verhungern. Da müssen wir was tun und da müssen wir als SPD dagegen angehen. Das ist überhaupt ein praktikabel semantischer Überbau, der in Konflikt steht zwischen Hunger und Umwelt? Wie bekommen wir unsere Lebensmittel in die Hungerregionen der Welt? Dazu brauchen wir, und zwar möglichst schnell, damit sie nicht noch mehr verderben. Dazu brauchen wir mehr Flüge, mehr CO2, mehr Fußabdrücke im Klima, also weniger Umwelt, damit die Menschen in anderen Teilen der Welt etwas zu essen haben. Wir wollen, wie wir sehen, gerade aber im Moment mehr Umwelt haben. Das heißt, wir müssen auf Flüge verzichten. Das heißt, in anderen Teilen der Welt müssen Menschen auf ihr Leben verzichten durch Verhungern. Man muss es so sagen, wie es ist. Umweltschutz kostet Menschenleben. Deformation professionell. Ja, da spielt die Migration eine Rolle. Die Menschen müssen nicht mehr sterben auf dem Mittelmeer. Sie können auch ganz woanders sterben. Und diese Dinge und diese Aussagen teilen wir nach dem demokratischen Prinzip unter uns auf, nach dem Motto, in minu und raus bist du. Jetzt bist du raus. Das war der Plan der sechsmonatigen Selbstfindung der SPD. Wir kriegen mehr Wähler, wenn die Wähler nicht wissen, womit sie uns identifizieren sollen. Also müssen die weg, mit denen man etwas identifiziert, weil man sie kennt. Gabriel, Maaßen beinahe, Stegner, Müller aus Berlin und so weiter. Also, wo finden wir ein paar No-Names, mit denen sich die SPD auf nichts festlegen lässt? Und man hat sie gefunden. Norbert Walter Borjans und Saskia Esken. Also, damit wird natürlich die Schere zwischen SPD und CDU wieder größer. Und man kann sagen, bei dieser Politik kann man nur flüchten in die Literatur. Wie zum Beispiel auch der frische Literaturnobelpreisträger Peter Handke. Ah, obwohl der sich ja gerne flüchtet in die Politik. Naja, also. Ah, Nabend, 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 nein, hört auf, danke, es reicht, großartiger Applaus und so, ist gar keiner da. Das macht nichts, weil wenn ich auftrete, schwingt ja Applaus immer mit aus alter Zeit. Ich lebe ja von meiner Vergangenheit. Jetzt widme ich mich der neuen Sendung mit Büchern. Gottschalk liest Fragezeichen und, sind wir ehrlich, wenn ich meine Vergangenheit nicht hätte, würde heute gar kein Schwein zugucken, also noch weniger Schweine wie heute. Und wer jetzt beleidigt ist, der kann gleich abschalten, weil Schwein aus dem Mund von meinem Gast ist eine Liebkosung. Ich habe nämlich den frischen Literatur-Nobelpreisträger Peter Handke da. Herzlich willkommen, Peter. Ah, wo bleibt er?
Er traut sich nicht. Obwohl unser Peter Handke niemals gekniffen hat, wenn er angeschrieben hat gegen die Heuchelei des Westens, der seine eigenen Werte missbraucht hat. Demokratie und Würde des Menschen. Ich gebe ein Beispiel aus heutiger Zeit. Guantanamo-Folter und Irakkrieg und deutsches Giftgas nach Syrien. So, und jetzt hat unser Peter eben kurzschlussartig geschlossen, wenn dieser Westen, der seine Werte missbraucht, diesen Milosevic zum Beispiel bekämpft, dann kann dieser Milosevic ja nur gut sein. Der Feind von meinem Feind ist mein Freund. So, jetzt hat aber unser Peter einen Preis bekommen von seinem alten Feind, dem Westen, und ist damit sein eigener Feind. Was machst du? Ja, gegen Auswürfe von anderen kannst du dich wehren. Wie wehrst du dich gegen dich selbst? Das sagt uns jetzt endlich Peter Handke. Ah, das gibt's doch jetzt nicht. Ja, Peter Handke spaltet die Leser, andere spalten ein ganzes Land. Wie man Spaltung nicht überwindet, dazu sprechen wir jetzt mit Boris Johnson. Er ist tatsächlich hier und begrüßen Boris Johnson. Guten Abend, Herr. Wunderbar. Boris Johnson, können wir Deutsch sprechen? Ist das recht für Sie, wenn wir in Deutsch das Gespräch führen? Oh, yes. Yes. No, Deutsch ist immer für mich eine Erinnerung an Europa, so nicht so gerne. Ja, vielen Dank dann. Also, großer Wahlsieg, Brexit, kein Deal, kein No-Deal, nicht wahr? Liegt es daran, weil Großbritannien nie Teil von Europa sein wollte? Of course, please. Aha. Wenn du gehst in eine Supermarket, du möchtest nicht Teil sein von die Supermarket, oder? So, Europa war für uns eine Supermarket, eine Feinkostladen. Wir haben schmackhafte Dinge bekommen, Subventionen, keine Zölle, Leckereien. Wir wollten nur die Vorzüge von Europa genießen. Ja, aber sie wollten nichts dafür bezahlen. Wo wären dann die Vorzüge? Ach so. Wir brauchen Europa nicht. Siehst du, wir waren uns immer selber genug. Briten, das war immer ein selbstbefriedigtes Volk. Oh. Die britische Liebe zu den Briten war immer eine Liebe an und für sich. Mhm. Aber warum? Warum? Weil wir wollen die britische Empire wieder haben. Aha. Wir haben Jahrhunderte die Welt bestimmt und nicht die Europa. Ja, das Empire gibt es schon lange nicht mehr. So, dann soll es auch keine andere haben. Aha, na, da hat sich ja zu Mrs. May nicht viel geändert, wenn wir uns an unser Gespräch mit ihr erinnern. Also noch mal gefragt, Frau May, wollen Sie beim Brexit nicht die Kuh vom Eis kriegen? Mich? Na, die Kuh! Danke, ich habe verstanden. Nein, ich meine, wir sprachen doch davon, dass der Brexit auch Ausdruck ist, dass England gegen sich selbst kämpft, sozusagen. Ja? Well, das ist unser Problem. Ja, aber jeder weiß doch, der Brexit geschah aufgrund von Lügen, mehr Geld fürs Gesundheitswesen, mehr Wohlstand, wenn man von Europa kein Geld mehr bekommt. Warum gibt es denn kein zweites Referendum? Ja, warum? Weil die Brexit befürworten, so schnell nicht neue Lügen finden können für eine Brexit. Aha. Sie waren ja von Anfang an nicht gut vorbereitet auf den Brexit. Ach so? Und, ja, Sie wollten aus Europa raus. Sie wollen aus Europa raus. Und dann wollen Sie aber doch Freihandel haben mit Europa, auch mit Ländern, die Konkurrenz stehen mit Europa. Das ist Rosinenpickerei, sagt Europa Ihnen ganz klar. Rosinenpickerei. Und das lässt sich Europa nicht gefallen. Aber das hat jahrzehntelang wunderbar funktioniert mit der Europäischen Union. Ja. Wir haben als Großbritannien immer von allen europäischen Ländern die besten Conditions uns herausgepickt. Ja, jetzt funktioniert es eben nicht mehr, nicht? Wenn ich sagen darf. Aber da sind wir nicht daran schuld. Ach so. Das ist die Problem und die Schuld von der Europäischen Union, dass sie uns keinen Rosinen mehr geben möchte. Hallo, Boris? Hallo. Ja, good afternoon. Das ist die Donald. Oh ja, unüberhörbar. So, wie ist denn Lage? Bist du durch mit deinem Brexit? Oh, sure. Aber Europa will nicht nachverhandeln. Ah, da musst du ausüben Gewalt. Gehst du weg, da? Gehst du weg? Ich? Du musst machen Gewalt. Mache ich mit Mexiko, da machst du eine Mauer. Wo? Zwischen Great Britain und Europe. Aber das ist eine Kanal, eine Channel. Da stell dich nicht so blöd an. Wie soll ich machen eine Mauer in die Meer? So, Boris,
Da ist diese Eurotunnel? Yes. So, da setzen Sie diese Mauer drauf. Auf die Tunnel? Aber die Tunnel verbindet Dover und Calais und ein Mauertrend und muss längs sein. Die Tunnel ist quer. Ah, da mach sie längs. Die Mauer? Die Tunnel. Aber die Tunnel, dann verbindet nicht mehr Dover und Calais und nicht mehr Europe und United Kingdom. Boah, so, das willst du doch. Das willst du doch. Ah, ja. So. Gute Idee. Mache wie ich mit Mexiko. Ja. Machst du jeden Monat 5% mehr Zölle auf alle Waren, die kommen, bis am Ende sind 25%. Aber wenn die Mauer ist längs und wir haben No Deal und kein Waren mehr kommen zu United Kingdom, ah, so, da machst du 25% auf alle Waren, die nicht kommen. Politik ist so einfach. Ah, gute Idee. Gibt es denn trotz Brexit noch eine Chance auf gute Verbindungen, Mr. Johnson? Oh, yes, of course. Aber nicht zu Großbritannien. Ach so, sondern? Well, zu die anderen europäischen Länder innerhalb von die europäischen Länder. Ach so. Sehen Sie, bevor die Brexit, ja, da gab es innerhalb von Europa immer nur Überdruss und Ärger über Europa. Ja. Sie brauchen in Europa die Zusammenbruch von einer Einzelnen, sodass sie sehen, es geht überhaupt nur mit Europa. So, da wird sein, Großbritannien ist ihr Kollateralschaden, aber das macht uns nichts aus. Wir leiden gerne, wir Briten sind von Natur aus Masochisten. Oh, ja, aber man muss auch sagen, leider gibt es auch Einzelfälle, die wegen des Dauerkrachs Europa den Rücken kehren. Ja, dann komm, darf ich sagen, ich werde als EU-Kommissar Günter Oettinger für Haushalt, mich aus Europa zurückziehen, in den privaten Bereich, und zwar auf meine 4 Buchstaben. Also bei mir sind es OE, Titelinger, 9 Buchstaben, ist egal. Und zwar, wie der Engländer sagt, my home is my Kassel. Also Kassel stimmt bei mir Sicht, bei mir Stuttgart, aber dann stimmt das Sprichwort nicht in Englisch, egal. Jedenfalls, Englisch wäre mir wichtig, das muss sagen, weil da wabern so Leute, wabern so Worte durch die Gegend, wie Brexit und hart und weich und raus. Und man denkt jetzt, hat es was zu tun mit England? Man kann nicht Ansprüche stellen für das, was man selber will. Und da machen die Briten machen einen Collateral Damage, so. Und zwar the ability for self-protecting and self-bejudging goes mehr und mehr to the Binsen, so. Aber das geht mich alles nichts mehr an, weil, wie gesagt, ich ziehe mich zurück in den unpolitischen Bereich, weg von Europa, und zwar dahin, wo man keine Entscheidung mehr treffen muss, kein Für oder Wider, kein Ja oder Nein, kein Für oder Gegen, wo keiner anderen aussticht, wo niemand über den anderen siegt. Also muss ich sagen, am besten gehe ich ins britische Parlament. Gell? Das habe ich gesagt. So. Oh, Mr. Johnson, ja, bei Debatten im britischen Unterhaus versteht ja keiner den anderen und man weiß nicht, was eine Aussage bedeutet. Wenn Herr Oettinger zu Ihnen kommt, versteht man ihn auch nicht, aber seine Aussagen können immer vieles bedeuten. Die Frage wird sein, ob dieser Oettinger sich so schnell zuhören kann, wie er spricht. Das hat er den Briten voraus. Mr. Johnson, vielen Dank für Ihren Besuch. Und meine Damen und Herren, auch Ihnen vielen Dank für Ihren Besuch. Und bei aller Spaltung zwischen Briten und Europäern, zwischen Spendern und Empfängern, zwischen Klima und Jugend, müssen wir doch mitnehmen, dass tatsächlich das Negative die Menschen zusammenführt. Ja, wir brauchen den Brexit, damit restliche 27 Länder sich endlich so einig sind wie niemals in 62 Jahren Europa. Ja, wir brauchen den Klimawandel, damit wir uns nach Jahrzehnten endlich einig sind, dass wir zu viel Welt und Klima aufbrauchen. Ja, wir brauchen die AfD im Bundestag, damit wir uns endlich einig sind, Demokratie wieder zu formulieren und überparteilich Einigkeit zu demonstrieren, wenn der grüne Joschka Fischer über Frau Merkel sagt, sie ist ein Glücksfall für Deutschland, hat er gesagt. So hat er noch nicht gemacht, aber nehmen wir das Negative als Provokation für das Positive. Guten Abend.